Hi meine Freunde, heute ist es endlich soweit. Wir haben die 100 Abonnenten geschafft. Juhu, endlich! Da freue ich mich tierisch drüber und danke jedem dafür, dass sie mich abonniert haben. Und ja, ich habe da was geplant, ein Gewinnspiel. Ich werde auf jeden Fall ein Video dazu machen, wie ihr jetzt gerade schon seht. Aber wie es so sein wird, auf jeden Fall. Ihr müsst kommentieren. Irgendwas so hier, ich mache mit oder so, dass ihr euch bemerkbar macht, dass ihr mitmacht. Und ich werde dann hier mit diesem Generator hier, sag ich jetzt mal, es machen 10 Leute insgesamt mit, ne? Oder ich sag mal, 5 Leute machen jetzt zum Beispiel mit, ne? Und dann mache ich dann von 1 bis 10, Enter. Und dann würde dann halt die Nummer 3. Dann würde ich runterzählen, wie viele Kommentare mitmachen würden. Und dann, wenn da 5 Kommentare sind, so mit hier, ich mache mit. Weil dann ist dann die von oben nach unten angesehen, ist dann, oder von unten nach oben, wie es dann sein wird, wie ich dann aussuche, wird dann halt per Zufallsgenerator ausgewählt, wer was gewinnt. Auf jeden Fall, es werden Game Keys verlost unter jeden, der da mitmacht. Und ich hoffe, es machen viele mit, weil, wenn jetzt genug mitmachen, gibt es auch mehrere Keys zu gewinnen, nicht nur einen, wie jetzt zum Beispiel jetzt gesagt worden ist. Entweder, wenn jetzt auf jeden Fall genug mitmachen in diesem Video, wird es vielleicht 3 oder 4 Keys sogar gewinnen, zum Gewinn geben. Und ich hoffe, es machen genügend Leute mit, damit auch jeder was gewinnt, die dann halt mitmachen und darauf voll Bock haben. Und hier im Anschluss auf jeden Fall wird es mein Intro geben natürlich und ein neues Let's Play. Und das wird Stardew Valley sein. Und noch viel Spaß beim Let's Play, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr macht auf jeden Fall mit. Und lasst einen Daumen nach oben da und Kommentar da, damit ihr mitmacht, ne? Mitmachen könnt. Bis gleich! Hey, meine Lieben! Also, wie ihr gerade eben schon am Anfang mitbekommen habt, es gibt ein Gewinnspiel und ich hoffe, ihr macht auf jeden Fall mit. Ich drücke auf jeden Fall jeden die Daumen, die mitmachen beim Gewinnspiel. Und ich hoffe, es machen genügend Leute mit, damit das auch so. Und jetzt geht auch auf jeden Fall schon los mit Stardew Valley. Wie ich versprochen hatte, jetzt muss ich gerade überlegen, wo waren wir dran? Ja, stimmt, das erstmal das Feld. Bei den Aufräumarbeiten waren wir auf jeden Fall dran. Und ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal recht herzlich bei den Leuten, die mich unterstützen bei jedem Video und immer wieder kommentieren und ein Like da lassen und vielleicht auch sogar ein neues Abo, wenn neue Leute dazu stoßen. Darüber freue ich mich jedes Mal. Danke nochmal, auf jeden Fall an jeden. Und auf jeden Fall, ey, wäre echt cool, wenn viele mitmachen würden bei diesem Gewinnspiel. Wenn nur 3 oder 4 mitmachen würden, dann lohnt sich das auch gar nicht. 4 Keys rauszuhauen, wenn jetzt nur 3 oder 4 mitmachen würden. Das wäre auch wieder doof. Ja, ich weiß, ich mache das gerade weg, weil es ist der letzte Tag. Und an dem letzten Tag wachsen die Bohnen ja nicht so sehr. Können wir weiter Aufräumarbeiten machen? Genau, die Seite hatten wir komplett leer gemacht. Stimmt. Nee, auf jeden Fall. Danke nochmal an alle. So, fange direkt hier wieder an. Den Aufräumarbeiten. Da wird die Folge diesmal auf jeden Fall länger werden, weil das Info dabei ist für das Gewinnspiel. Dass genügend Leute mitmachen können. Muss gerade überlegen, wo war die Spitzhacke? Auf jeden Fall müsst ihr euch auf bemerkbar machen mit so hier, ich mach mit. Oder irgendwie so kommentieren, dass es mir zeigt, dass ihr mitmacht beim Gewinnspiel. Auf jeden Fall könnt ihr auch ein Feedback da lassen zum Video. So ist es nicht, aber auf jeden Fall bemerkbar machen. Auf einmal gewinnt einer Key, der eigentlich nicht mitmachen wollte. Das wäre dann auch wieder blöd, ne? Ne, darüber freue ich mich total, Leute.
dass ich nur durch euch die 100 Abos endlich geschafft habe. Mein Meilenstein ist geschafft. Juhu! Wie viel Gras wir noch haben, es ist unfassbar. So. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen weiter kommen als sonst mit der Farm hier, mit dem Aufräumarbeiten. Weil wenn ich das so richtig einkalkuliert hatte hier mit den Kartoffeln, müsste morgen in dem Spiel halt so sein, dass wir die Kartoffeln ernten können. Dass wir mehr hier Aufräumarbeiten und so machen können. Oder angeln gehen, mal schauen, was wir hinkriegen. Damit wir was mehr Geld haben für, wie heißt es hier, neue Pflanzen zu kaufen für den Sommer. Ja, wir haben es endlich geschafft, zum Sommer zu gelangen. Oh, die Energie ist leer. Das ist schon um 11 Uhr. Nee. Was machen wir denn immer wieder? Der bellt unseren Chico wieder. Der freut sich auch, dass wir endlich die 100 Abos geschafft haben. Gehen wir halt jetzt schlafen. Ist egal, ist der Tag halt früher beendet als sonst. Aber dafür können wir jetzt mehr machen. Der kräht dann mal wieder. So, hoffentlich sind die Kartoffeln... Juhu, wir haben es... War doch richtig einkalkuliert worden. Das ist super. Kann hier nicht mal was Goldenes dabei sein? Weil wir brauchen ja für ein Ding ja Goldene. So. Was hatten wir eigentlich in der Tasche? Das ist alles. Oder wir gehen gleich mal angeln auf jeden Fall. Ja, super, in den Teich rein. Ich hatte gedacht, der fällt darüber. Jetzt ist das halt weg. Mal angeln. Hier vorne direkt hin. Oh, hier ist die gute Frau mal wieder. Makirolls. Das braucht mir auch irgendwann, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, kaufe ich jetzt einfach. Weil wir noch unser Haus noch nicht erweitert haben, brauchten wir auch einen Catfish. Jetzt gucke ich mal auf meine Liste. Ja, brauchten wir auch. Aber ich weiß jetzt nicht. Komm, kaufen wir einfach. Das haben wir wieder drin mit den Large Eye. Nee, komm. Das mit den Tieren, das können wir später machen. Aber auf jeden Fall haben wir die zwei Sachen schon, die wir auf jeden Fall brauchen. Wir haben ja immer so ein Glück mit dem Angeln. Naja, was für ein Glück, eher gesagt, ne? Pech. Oh. Ja, das ist gerade nur mir was gefallen. Was brauchten wir diesen Fisch? Nee, aber jetzt haben wir hauptsächlich einen Fisch gefangen. Ey, das muss auf jeden Fall heute fluppen mit den Fischen. Das ist nämlich auch eine besondere Folge. Das wäre was, wenn das nicht fluppen würde. Thank you.
Ah, das klappt da wirklich heute mal mit dem Angeln. Das ist aber wunderbar. Trash. Haben wir wieder Müll geangelt. Komm schon, Fischi, Fischi. Beiß mal an. Wieder Müll. Bringen wir mal die Sachen weg, bevor wir die verkaufen, außersehen. Es gibt ja noch genügend Stellen, wo man angeln kann. Nee, das... Ich komme echt noch nicht drauf klar, dass endlich die 100 Abonnenten geschafft haben. Ich hätte echt gedacht, das dauert halt noch was länger mit den 100 Abonnenten. So. Den Kettfisch. Das war jetzt hier oben, ne? Kettfisch. Mal ich, ob wir den nicht... Ja, toll, schrück weg. Nein, da brauchen wir den nicht. Da brauchen wir den auch nicht. Da auch nicht. Da wäre noch ein Kettfisch. Nee, den brauchen wir hier nicht. Ich glaube, hier war das mit dem Maki-Rolls, wenn ich mich nicht irre. Ja, seht ihr? Maki-Rolls. Zack, zack. Deswegen sind wir schon mal zusammen. Was da gesehen gehabt? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt hier so diese Würmchen gesehen. Wieso macht er das hier nicht? Oh, super. Wieder Müll. Versuchen wir das unten am Strand, weil dann lassen wir heute das mit den Aufräumarbeiten sein und gehen heute mal ein bisschen länger angeln. Ja. Dann laufe ich gegen den Stein. Oh. Was für ein Museum gefunden. Wenn wir das nicht schon abgegeben haben, ich weiß es nicht. Nein, haben wir dann sogar noch gar nicht. So, wir wollten ja am Strand angeln gehen. Dass ich die Steine hier immer übersehe, diese hier. Oh! Wieder was. Was habe ich da gefunden? Okay, das kannte ich noch gar nicht. Dann gehen wir da drüben gucken. Welches Level haben wir denn jetzt eigentlich? Level 1 erst geschafft mit dem Angeln. Hoffentlich haben wir heute hier was Glück. Okay. Bambus. Die haben wir doch auch, diese Bambus. Bambusangel. Die Fische heute so brauchen irgendwie.
Wollte gerade sagen, was mit den Fischen heute los? Na, komm schon. Juhu. Eine Sardine. Ah, das ist wunderbar. Es ist noch kein Fisch entwischt heute. Das ist doch super. Na? Beißt er was an? Ja, super. Ein Hering. Brauchten wir den sogar? Eine Sardine brauchten wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal geangelt hatten. Aber einen Hering brauchen wir nicht. Guck mal, ob das Angellevel mal erhöht worden ist. Nein, leider noch nicht. Oh, super. Wieder Max. Eine Joja-Cola geangelt. Ich probiere mal extra andere Stellen aus. Na, ging nicht. Was kann sein, dass da irgendwo mal irgendwelche andere Fische sind? Seegras. Wartet, das Museum macht da gleich zu. Gucken wir, dass wir schnell ins Museum kommen. Damit wir das eine da abgeben können, was wir gerade eben gefunden haben. Hoffentlich haben die noch auf. Oh. Perfekt. Oh, sogar neuer Rekord geschafft. Das ist doch super. Melonen. Ah, oh, super. Die ersten Sommersamen. Das ist super. So, dass wir schnell da hochkommen noch. Dass wir ein bisschen noch an der Farm machen können. Wir haben ja Level schon 5 Uhr. So. Dünnüm. Düm. Hab ich schon mit ihr geredet? Anscheinend schon. So. Fischi, fischi, fischi. Und. Hatte mir das mal aufgeschrieben. Sardine wäre hier Nummer 3. Nee, das ist Nummer 2. Das ist Nummer 3. Eine Sardine. Haben wir schon abgegeben. Einen Hering brauchten wir nicht. Also jetzt haben wir auf jeden Fall wieder neue Fische geangelt. Gehen wir mal da oben rum. Vielleicht finden wir noch was. Super. Ein Stein. Ein Stein. Ich mag Steine. Wie manche so schon sagen würden. Warte mal. Die Dinger hier, die kann man nur mit Kupferbahnen machen. Weil wir hier von diesen Bäumen die Dinger brauchen. Das kriegt man halt nur von diesen Dingern. Halt nicht immer, aber regelmäßig. Noch ein bisschen Energie. Können wir hier ein paar Bäume wegmachen noch. Oh, die Eichel wieder nicht einsammeln. Haben wir unser Inventar wieder voll. Oh, schon 7 Uhr abends. Müssen wir alles mal reinschmeißen. Was wir so gefunden haben. Komm, die paar Bäume noch, weil wir haben noch was Energie. Weil, warum sollen wir das verschwinden? Tun wir hier ein, zwei Bäume noch wegmachen, dann ist die Energie auch wieder leer. Es wird
Dunkel, immer dunkler. Doch, den einen Baum schaffen wir noch. So. Tun wir das auch noch weg. Level Farming Fall. Was nehmen wir denn? Da. Das nehmen wir auf jeden Fall. Level Mining. Oh, nice. So, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und ihr macht beim Gewinnspiel mit. Das hoffe ich so sehr von euch. Ich drücke euch jeden die Daumen. Dass auf jeden Fall. Welcher gewinnt auf jeden Fall? Das ist ja klar. Aber ich hoffe, es macht mehr mit. Dass nicht nur einer gewinnt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Neues Let's Play. Das Gewinnspiel wird eine Woche lang laufen. Schon mal im Vorab. Eine Woche wird das so sein. Und würde ich sagen, ciao und viel Glück.